Es ist eh schon viel gesagt und ich denke mal, natürlich wird das mit einem auch besprochen werden, aber ich bin jetzt nicht da, dass ich da via Öffentlichkeit da mehr äiße, sondern das wird auch hinter verschlossenen Türen gemacht natürlich, wieder sicher das eine oder andere hören, weil es nicht korrekt war, aber dann ist schon wieder getan. Ja, man muss jetzt natürlich jemand die Chance geben, sich zu erklären. Ist ja ganz klar, schauen wir, was er dazu zu sagen hat. Aber ich glaube, der Zoran Barisic hat es richtig angesprochen. Ich glaube, es ist nicht in Ordnung, wenn man von Mannschaften, gegen die man wirklich oder ja, jedes Jahr spielt und doch eine gewisse Konkurrenz und Rivalität da ist, dann sollte man auf keinen Fall die T-Shirts von denen tragen. Aber wie gesagt, man muss jetzt immer in Ruhe mit ihm sprechen und dann schauen, was da wirklich der Fall war. Und deshalb jetzt nicht vorzeitig irgendwie was rauslassen, was vielleicht nicht sinnvoll ist.